Wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Luftpumpe seid, zum Beispiel für euer Schlauchboot, für eure Luftmatratze, für irgendwelche aufblasbaren Gegenstände, sei es eure Freundin oder euer Freund, dann schaltet nun auf keinen Fall ab, denn ich werde euch in diesem Video eine tolle Luftpumpe vorstellen, welche ich mir gekauft habe, und direkt nach dem Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Produkttest auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Mein Name ist Susch Vinzenz und ich möchte euch in diesem Video eine elektrische Luftpumpe vorstellen, welche ich mir gekauft habe. Diese Luftpumpe ist für Schlauchboote, für aufblasbare Tiere, wie man sie im Schwimmbad oder an irgendwelchen Badeseen verwendet, Luftmatratzen, eventuell sogar eure aufblasbare Freundin oder euer aufblasbarer Freund. Also hier sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wir packen das Gerät gleich mal aus. Ich habe euch das unten übrigens in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da könnt ihr mal reinschauen, euch nähere Informationen dazu holen, technische Daten und so weiter. Könnt euch auch den Preis mal anschauen. Dieser variiert ein bisschen. Das ist auch abhängig von der Jahreszeit, wie ihr euch vorstellen könnt. Also checkt dies bitte selbst ab. Als erstes haben wir so drei verschiedene Düsen, sage ich mal. Eine ganz schmale, feine für kleine Ventile, eine mittelgroße für etwas größere Ventile und eine ganz große, so wie man sie meistens für Schlauchboote benötigt. Das ganze Gerät wird einfach mit Strom betrieben. Das heißt, ihr habt hier ein Netzgerät dazu, welches wir mal kurz anschließen. Wenn ich nun auf den Power-Button drücke, dann geht es los. Ich hoffe, ihr könnt mich da noch hören. Wir testen mal die Luftstärke. Also hier oben wird normalerweise die Luft angesaugt. Hier wird sie ausgeblasen. Also ihr könnt im Prinzip die Geräte bzw. die Luftpolstergeräte aufpusten oder auch die Luft raussaugen, indem ihr die Ventile zum Beispiel hier oben aufsetzt. Aber schalten wir es mal an, um mal zu gucken, welche Power hier rauskommt. Und ihr seht, es kommt null Power. es ist halt immer geschickt, wenn man den Netzschalter der Steckdose auch anschaltet. Denn ihr merkt, dann funktioniert das Ganze. Und ihr seht, da ist schon Luft dahinter. Die Luft ist jetzt nicht überartig. Laut Hersteller werden hier 400 Liter pro Minute durchgeblasen. Also 400 Liter ist, glaube ich, schon eine ganze Menge. Also ich denke, da könnt ihr, ich weiß nicht, was so ein Schlauchboot hat, aber ich schätze mal 1000 Liter. Also in 5 Minuten euer Schlauchboot aufpusten. Ich denke, eine Luftmatratze hat vielleicht 400 Liter. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt hier vorne die Düsen aufstecken, um das Gerät aufzupumpen. Oder könnt die Düsen hier oben aufstecken, um die Luft wieder aus eurem Gerät herauszusaugen, sozusagen. Ich sag mal, für die Sommermonate ist das momentan sehr praktisch. Was mir leider fehlt, es steht zwar dabei, dass man das Gerät auch über Kfz anschließen kann, das heißt über den Netzstecker, Zigarettenanzünder beziehungsweise. Leider liegt kein Kabel dabei, das finde ich ein bisschen schwach. Kann man sich zwar dazu kaufen oder vielleicht hat man ja ein universelles 12 Volt Kabel, damit man das Luftsauggerät bzw. Pustgerät, die Luftpumpe auch in seinem Kfz bzw. im Wohnmobil und so weiter anschließen kann. Gut, im Wohnmobil hat man auch normale Steckdosen, sodass man es verwenden kann. Hätte man dazulegen können, finde ich jetzt nicht so optimal, aber egal.
Es wird so ausgeliefert. Preis-Leistung stimmt. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, aber ich glaube, es waren 12 Euro oder irgendwas. Also für diesen Zweck völlig ausreichend. Wie gesagt, checkt den Preis mal selbst unten ab. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie mir einfach unten in den Kommentaren. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr dies noch nicht getan habt. Abonniert auch gerne meinen Instagram-Account, erfahrt ihr immer im Voraus, welche Produkte demnächst getestet werden. Ihr erfahrt ein bisschen private Sachen von mir. Ich poste dort öfter mal ein paar schöne Bilder. Das könnt ihr übrigens auch über meinen Account machen. Und zwar über den Hashtag Bilder für Zusch könnt ihr schöne Fotos immer gerne wieder reinsetzen. Ich verlinke die schönsten Fotos hinter dem Outro, genau wie ich noch Impressionen hinter dem Outro von den jeweiligen Produkten hineinpacke oder auch ein paar Rabattcodes. Von daher, es lohnt sich immer, meine Videos bis an den Schluss zu schauen, also auch über das Outro hinaus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun, legt euch wieder hin.